Hallo und willkommen zurück zu Portal Revolution. Letztes Mal mit dem Fahrstuhl angekommen, dann machen wir gleich mal weiter. Ich mag das, dass das die Farbe gewechselt hat. War das schon immer so? Also in Portal Revolution jetzt? Testkammer 1, die kennen wir doch vielleicht noch. You know, I wasn't aware that the surface is in such a rough state. Didn't want to say it before, but this place is such a mess. Das ist richtig. So long to clean up. Ja, ich hoffe, ich muss das nicht machen. So. Wir brauchen ein Würfelchen. Kann man hier unten irgendwas anfangen? Irgendwas aufsammeln? Nö, wie komme ich denn wieder hoch? Ach, einfach. Ein Glück gibt's da Portalflächen. Hui. Das wäre beinahe schief gegangen. Na gut, wir schauen erstmal da oben, was es dazu zum Einsammeln gibt. Nicht sehr viel tatsächlich. Dann muss ich die Portalfläche wohl etwas besser befestigen. Sieht so aus, als ob wir... Würfel gibt's da. Das ist aber interessant. Wie komme ich denn jetzt da... am geschicktesten hin. Ach, wahrscheinlich, wenn ich den da mache. Und ist auf dem Boden auch eine Portalfläche? Nö. Ein einfaches Nö. Na gut. Das macht die Tür auf. Das ist wunderbar. Das hilft mir aber überhaupt nicht weiter im Moment. Ah, seht mal an. Da oben ist ja noch eine Portalfläche. Nein! Da war ich einfach zu schnell unterwegs. Das machen wir gleich nochmal. Vielleicht macht man die weiter unten, dann bleibt man mal auf dem Gitter stehen, hoffe ich. Das sieht gut aus. So, da müssen wir auf den Knopf. Das heißt, da ein Portal hin und mit Schmackes in Richtung Knopf. So. Ich hoffe, wir können einfach hinspringen. Das wird sowas von nicht klappen. Ich muss wahrscheinlich wieder da hin und mit Anlauf... Ja. Das sieht richtig aus. Ich probiere trotzdem zu springen. Hui. Ah, das haben sie gut getestet, dass das nicht geht. So, dann machen wir einmal ein Portal dahin. Und das gleiche nochmal in grün. So. Jetzt aber mit Schwung. Hui. Das ist wunderbar. Den Würfel können wir dann einfach mit uns mitführen. Wäre jetzt so der initiale Gedankengang bei mir gewesen. Und dann müssen wir eigentlich nur noch irgendwie da hoch. Und zwar am besten auch mit Schwung. Würde ich mal behaupten. So. Habe ich das gut gemacht? Ich glaube, ich habe das gut gemacht. Wunderbar, weiter geht's. Portalfläche haben wir da. Eine Tür haben wir hier. Oh, ich habe gerade realisiert. You don't even know how this all happened. Das ist richtig. Long ago, Aperture was run by a central core capable of monitoring and maintaining the whole facility. Ja, den kenne ich noch. Tasks were outsourced to other cores, like me. Everything was great, you know? A true utopia. Until one human test subject, this little monster, just had to ruin our lives. Entschuldigung. And that's that. Most of my colleagues either went crazy, died, or disappeared. What else were we supposed to do if we can't fulfill our purpose? Tja, ihr hättet hier aufräumen können. Wie kriege ich denn genügend Höhe hin? Achso. Ich verstehe. Ich verstehe, was ich hier machen soll. Ich dachte, ich verstehe das. So, Portal nach unten, dann fliege ich. Hui. War das falsch rum? Okay, mein Hirn hirnt noch nicht. Ich muss natürlich von oben, sonst macht das gar keinen Sinn. Und jetzt... Hä? Geh doch rein. Nein! Das hat nicht gut geklappt. So, jetzt nochmal von oben schön platziert. Und jetzt... Ja! Ist das nicht wunderbar? Manchmal funktioniert mein Hirn. Oh, das wird ein Screenshot für die Folge. Das Thumbnail. Das sieht doch wunderschön aus. Testkammer 3.
hier ist wieder, kann ich wieder Speed aufbauen. Und da muss ich hoch. Geht das nicht einfach so? Hui. Nee. Da kriege ich keinen Speed aufgebaut. Ne? Nee, dann schätze ich mal, ich muss hier runter, dann eins da reinschießen, dann komme ich da raus und dann kann ich da rein. Ist doch ganz leicht. Hui. Na, so langsam bin ich wieder im Portal-Modus. So fühlt sich zumindest an. Wieso? Ich hab doch gerade einen Job. Ich bin euer Hausmeister. Wurde ich entlassen? Oh je. Wenn das die Agentur für Arbeit erfährt. Use the gels sparingly. The tanks aren't being refilled anymore and what's left won't last forever. Once they're empty, we're gonna have a little problem. The gels are also highly corrosive and will eat through metal and skin given enough time. Might be good to know. Ja, das ist ganz gut zu wissen, dass die meine Haut attackieren könnten. Muss ich da reinspringen? Das wäre ja cool. Wir versuchen's. Hui. Ah, das hat beinahe geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Beinahe hat es geklappt. Hui. Okay. Das ist definitiv nicht der gewünschte Weg. Dann schauen wir mal, was das Spiel von uns will. Da ist ein Knöpfchen. Und das Knöpfchen können wir zumindest mal drücken. Beziehungsweise mit unserem fetten Arsch hier irgendwas auslösen. Okay, das braucht man wahrscheinlich, um hier durchzukommen. Hier müssen wir irgendwo hinspringen, so wie das aussieht. Habe ich noch Portalflächen? Ja, tatsächlich, da ist eine. Das bringt mir sowas von überhaupt nichts. Da komme ich nicht rein. Keine Ahnung, ob ich da hin muss. Vielleicht bringt mir das da oben was. Ich muss auf jeden Fall erstmal zurückkommen. Sonst bin ich gefangen. So, da oben ist was. Das ist sehr schön. Dann probieren wir mal da hinzukommen. Hui. Okay, wir haben es zum Ausgang geschafft, aber der ist nicht aktiviert. Aber wir sehen da ein Knöpfchen. Der hat öfter mal was mit einem Würfel zu tun. So, das passt. Dann müssen wir einfach wieder hier rein. Nichts leichter als das. Oh, da sind mehrere Knöpfchen. Ah, das ist dieses Gel, von dem er geredet hat. Ich habe keine Ahnung mehr, was das macht. Vielleicht muss ich das woanders platzieren. Ah, das ist Jump Gel. Okay. Das ist gut zu wissen. Das kann man noch irgendwo hin klamüsern. Denke ich mal. Lasst mal schauen. Vielleicht da unten hin. Vielleicht braucht man da irgendwann einen Doppelsprung. Wer weiß das? Jetzt haben wir auf jeden Fall irgendwann mal die Möglichkeit. Der sagt zwar nicht verschwenderisch umgehen mit dem Gel, aber der ist ja nicht mein Boss. So, vielleicht dann hier hinten auch nochmal. Wird, glaub, nichts bringen. Ne, bringt, glaub, nichts. Na gut. Dann reicht es, um rüberzukommen? Ich glaube nicht. Hui. Hui. Nee, das war nicht gut. Weiß aber echt nicht, was. Okay. Hier funktioniert es aber zumindest auch. Das ist schon mal gut. Da unten haben wir entsprechend nichts. Ich würde sagen, wir müssen wieder darüber. Hui. Und jetzt ist die Frage, wenn wir da Jump Gel haben, bringt das irgendwas? Da haben wir auf jeden Fall auch noch das Knöpfchen. Den Button. Was auch immer, das große Teil halt. Vielleicht müssen wir da auch ein bisschen was rauslassen. An Gel, das sehen wir gleich. Portal dahin. Dann springen wir mal wieder weiter.
Also ich finde schon, dass die Rätsel ordentlich kompliziert sind. Okay. Weiterhüpfen war die Antwort. Ein Würfel. Ein schöner, schöner Würfel. Komm. Ha, der Würfel liegt schon richtig. Muss ich mir da keine Gedanken machen. Hui. Das geht leider nicht. Aber wir kommen ja hier hoch. Also, ein Portal da rein. Glaube ich jetzt zwar nicht so kompliziert machen müssen, aber jetzt ist es schon so. Und du kommst zu mir. Und dann wollen wir wieder da hoch. Das ging ja relativ einfach. Da braucht man nur entsprechend da ein Portal. Hier nutze ich wieder den Hüpfsaft. Fühle mich wie in so einer alten Gummibären-Episode, die ich als Kind sehr gerne gesehen habe. Weiß kaum noch was über die Episode, aber den Gummibärensaft werde ich nie vergessen. Vielleicht mache ich einfach aus Nostalgie da mal einen Rewatch. Wer weiß das schon? Ich mache verrücktes Zeug. Watching you fly through the air like that looks pretty fun. Sometimes I wish I could do the same. Ach, ich glaube, wir werden dich irgendwann zum Fliegen bringen. Hab ich so das Gefühl. These tests were never designed to be exposed to the surface. We've not come across any toxic plants yet, but stay alert. There's a reason we don't do experiments in the open anymore. Was ist die Begründung? Danke, dass ich hier schön hüpfen kann. Portalfläche geht natürlich nicht. Schön, schön viele Tourettes. Schön viele... Wo habe ich denn überhaupt ein Portal? Ich weiß es nicht. Was machst du? Oh je, das wirkt ja schon wieder so kompliziert. Was machst du? Hallo? Was machst du? Regen. Seit wann muss ich auf Regen aufpassen? Das ist... Okay, da ist ein Portal. Theoretisch kann ich jetzt hier sterben. Das wäre vielleicht dann nicht das Richtige. Komm schon, wenn ich ein bisschen klettern könnte, könnte man hier doch einfach ausbrechen und müssten diese komplizierten Tests nicht mehr machen. Also, bringt es was zu hüpfen? Frage Nummer 1. Wenn ja, weiß ich noch nicht was. Denken, denken, denken. Denken ist teilweise kompliziert. Ja. Gut, das ist natürlich sinnvoll. Das lassen wir mal schön hier überall auf den Boden träufeln. Weiß noch nicht, was hier dieses Regending soll. Achso, das macht das kaputt. Das ist nicht schön. So, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Ah, jetzt regnet es da. Okay. Ich verstehe halbwegs. So, können wir da oben irgendwas machen? Ich schätze mal, die blaue Flüssigkeit müssen wir einfach jetzt weiterleiten. Wir können natürlich auch erstmal dahin springen. Ob das was bringt, weiß man nicht. Ich würde sagen, so mittel. So mittelmäßig hat das geklappt. Das probieren wir nicht nochmal. Ja, zumindest sind wir nicht direkt gestorben. So, wie krieg ich denn... Ach so. Ja, das ist natürlich klar. Wir drücken den Knopf nach einer bestimmten Zeit. So. Jetzt kommt das dadurch. Dann geht's nach oben. Und dann, wenn wir das richtig machen, geht's nach unten. Ja! Ach, die hüpfenden Kollegen. Das ist schon nett. So, jetzt soll da alles voll sein. Aber da ist natürlich das Gitter. Das heißt, wir müssen das mittlere Ding wieder hinbekommen. Gut. Das heißt, da kommt ein Portal hin. So, das sieht gut aus.
prägen wird. Nein! Das reicht doch nicht. Das reicht nicht. Ich muss hier stehen bleiben. So. Jetzt sollte das gleich nach oben gehen. So. Und dann vielleicht mal hier. Ja! Müssen wir eigentlich sonst was machen? Ich würde sagen, das ist eine hervorragende Frage. Ich denke, nein. Wir können jetzt theoretisch da oben hin. Stellen uns auf das Gitter. Ich sagte, wir stellen uns. Sehr schön. Dann nehmen wir die Plattform und hüpfen einfach wie ein Känguru darüber. Hui. Hui. Ah. Gelöst. Testkammer 6. 6. Sollte nicht anzüglich werden. Congratulations on completing this test. We hope you enjoyed your experience at the Aperture Science Center for... Who writes these protocols? Is this all just randomly generated? Oh, of course you enjoyed it. We designed the test that way. There's a reason I don't use those scripts. I could barely get through them when I first tested you. Remember that? What did you think of my announcing voice, by the way? I've been practicing it. Ja, ja, sehr schön. Hast du nicht gesagt, man muss mit dem Zeug hier sparsam umgehen? Glaub, das macht mich schnell. Und du machst was? Du gibst mir 9 Würfel. Und den Würfel, kriege ich den durch den Regen? Ja. Was ist eigentlich das hier unten? Da wird doch ein Würfel nicht reinpassen. Doch. Doch, doch, passt rein. Okay. Jetzt ist man zumindest in dem Streckenabschnitt da schnell. Wo ist ansonsten das Portal? Nirgends. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir das hier hin machen. Kommen wir nach oben. Und ich glaube, wir wollen nach oben. Lasst uns mal wieder dieses Portal heraufbeschwören. So. Ich sehe noch nicht ganz den Nutzen davon, dass wir hier schnell sind. Wir müssten das irgendwie hier wahrscheinlich auf die Stufen hinbringen. Denken, denken, denken. Das fällt mir doch immer so schwer. Das ist keine Portalfläche, das ist gut zu wissen. Ich weiß zwar nicht, für wen das gut zu wissen ist, aber... Okay, hier gibt es nur einen neuen Würfel und ansonsten nix. Was bringt mir jetzt echt ein Portal hier? Weiß ich nicht. Ich muss hier irgendwie da rauf und der Würfel muss... Ich hätte mir vorgestellt, dass diese Flüssigkeit hier zum Hochrennen wäre, damit wir den Aufzug noch kriegen. Also wird das nichts. Aber wir haben doch hier keine Portalflächen. Ich übersehe wahrscheinlich wieder das Offensichtlichste. Und das tut mir leid, aber manchmal will es einfach nicht. Okay, ich darf definitiv nicht drinstehen. Ich darf definitiv nicht drinstehen, so. Sonst bringt das nichts. Ja, aber ich kann es ja auch nicht umkehren. Mein Würfel wird abgewaschen. Okay. Bringt das was? Machst du jetzt ein blaues Portal? Nee. Okay. Ich tue mal das Portal hier ein bisschen anders platzieren. Wasch mein Würfel. Okay. Das hat so überhaupt nichts gebracht. Komm schon, so kompliziert ist es nicht. Ich habe Geschwindigkeit. Aber was bringt mir Geschwindigkeit?
Also zumindest, wenn ich es hier hochkriegen würde, würde es ein bisschen was bringen. Aber wie? Mal schauen, wo ich die offensichtliche Portalfläche für das Rätsel übersehe. Vielleicht hier unten. Vielleicht ist das gar nicht Teil des Tests. Ja, das ist ja wunderschön, dass das passiert. Passiert das auch bei einem wunderbaren, nicht eingerotzten Würfel? Ja. Also eine Portalfläche hier. Damit muss man irgendwas anfangen können. Ich habe hier nur eine andere Portalfläche. Kann ich mit dem Würfel die Schmierelemente woanders hintragen? Also irgendwie rutscht mein Würfel langsam runter. Das wäre cool. Ja! Fuck! Das kann doch nicht die Lösung sein. Wer kommt denn auf so ein Rätsel? Ich glaube, das ist die Lösung. Deswegen ist das hier auch so eine Schräge. Ja, der rutscht. Unfassbar. Das... Wow. Das war ein cooles Rätsel. Hätte ich nicht erwartet, dass man das so lösen soll. Ja. Watching your skin peel off? Nee. Yes, you heard me right. Don't try that. The fluid cleanses more than gels. So. Meine Haut bleibt aber dran. Na, wenigstens sind die Bilder hier wieder richtig rum. Beziehungsweise die Informationsgrafiken. Oh. Looks like that door's broken. Maybe I can reroute you. Let me see. Haha, look at that! Wieso ist der eine Kollege denn rot? There aren't many working arm panels left here. Oh, solange ein paar funktionieren, reicht es doch. But even after watching hundreds of people solve and hurt themselves in these chambers, I still don't get it. I'll just stick to maintenance, if you don't mind. All about the simple things. Yeah. Lass mich halt hier strugglen. Ich und mein Hirn. Wir schaffen das nach hoffentlich endlicher Zeit. Spätestens nach dem Googlen bestimmt. Ist das eine große Testkammer. Aber wir sind mehr an der Oberfläche, als wir es jemals zuvor waren. Das ist wunderschön. Das ist einfach wunderschön hier. Die Außentexturen sehen zwar nicht so gut aus. Das bringt mich zur Vermutung, dass wir nicht wirklich rausgehen und die Facility hier verlassen. Naja, man kann ja noch hoffen und träumen. So. Oh nee. Kann ich meine Portalfläche kurz woanders hinschießen? Achso, ist ja eh stabil gerade. Das sieht aber cool aus. So. Ich glaube, das müssen wir gleich nochmal machen. Es sei denn, ich muss mit heiß... Ah, das kann sein. Da ein Portal hin. Nee, hier ein Portal hin. Dann mit Highspeed drauf zu rennen. Und dann, wenn wir da hochschießen, da eins hinsetzen. Das wäre mal die Strategie. Hui. So ungefähr. Nur wir hätten das andere Portal treffen müssen. Sonst geht der ganze tolle Plan nicht auf. Ja. Und hier ein Knöpfchen. Oh, das war überraschend elektrisierend. Mal den Würfel schön abwaschen. Oh, der wird nicht schön sauber. Der ist zwar nicht mit Gelee bedeckt, aber gut aussehen tut er nicht.
glaube, den Kollegen müssen wir irgendwie da hinbringen. Da können wir nicht durch die Wand, da müssen wir da hinten durch. Oder ich muss ein Portal da durchkriegen. Das sieht hier aber wieder so aus, als ob ich hier schnell sein muss. Wie kriege ich denn den Regen aus? Wie kriege ich denn den Regen aus? Also mit dem Knopf. Ja, super. Spiel, was willst du eigentlich von mir? Wie soll ich das denn alles schaffen? Also wir versuchen mal, was passiert, wenn wir uns hier hinstellen. Wie erwartet hört der Regen auf. So, wir haben jetzt hier ein Portal. Können zum Orangenen. Achso, und der Würfel muss jetzt entsprechend erstmal runter, dass wir das einsetzen können. Das heißt, wir müssen wieder darauf. Na gut. Dann wollen wir das machen. Highspeed voraus. Nein. Immer nervig, wenn das nicht klappt. Können wir hier unten eigentlich was Schönes machen, außer unten drauf zu gehen? Es sieht aktuell nicht danach aus. Na gut. Dann nochmal komplett dämlich wie Harry Potter gegen die Wand rennen. Portal setzen und die Landung soll schon sitzen. Mache ich das irgendwie? Ich kann ja mich in der Luft nicht arg kontrollieren. Hab mich einfach nicht unter Kontrolle. So. Das passt. Das heißt, das Würfel Lino bringen wir jetzt einfach hier zum Portal. Tun wir einfach mal daneben legen. Nächster Schritt auf der Agenda ist ein blaues Portal hier drinnen zu machen und dann durchzugehen, den Würfel zu schnappen und dann hoffentlich weiterzukommen. So. Würfel ist platziert. Portal ist noch drin. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Flüssigkeit erstmal wieder da reinkriegen. Dazu machen wir ein Portal nach hier. Stellen uns drauf. So. Yay. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Also. Schön viel Flüssigkeit ansammeln. Und rüber damit spritzen. Ja, ich würde sagen, das ist gut genug. Und dann kommen wir vielleicht da hinten hin. So, dann wieder das gleiche System wie vorher. Mit dem Kopf durch die Wand und dann gut platziert. Na komm. Ja! Wunderbar. I've been cleaning the facility since, well, forever. Just when you think you've seen all the ways one could injure themselves, some moron will make sure to prove you wrong. Das ist richtig. Tut mir übrigens leid wegen dem ganzen Gel, das ich dafür spritze. So. Aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.